An der Eduard-Spranger-Schule im Hasenbergl tritt ein erhöhter Wert an PCB aus. Dieser Stoff ist eine krebserregende Chlorverbindung. Getan wurde seit der Feststellung vor 8 Jahren nichts. Die rund 500 Schüler der Mittelschule werden weiterhin in den gesundheitsschädlichen Räumen unterrichtet. Wir kennen große Anzahl von Patienten, die dadurch auch Krebs bekommen, Leberkrebs oder auch andere Organe können betroffen sein. Daher ist es natürlich extrem gefährlich, vor allem für kleine Kinder und Jugendliche. Was ist Ihre Einschätzung, wie schnell müssen die Kinder raus aus der Schule, wenn da Belastungen sind von über 1700 Nanogramm? Eigentlich müssen die Kinder sofort raus. So schnell wie möglich. Der Richtwert von PCB in der Luft liegt bei weniger als 300 Nanogramm pro Kubikmeter. In der Eduard-Spranger-Mittelschule lag der Wert teilweise bei bis zu 1700 Nanogramm. Die Werte, die dort gemessen sind, sind weit über den erlaubten Werten. Das sind kleine Partikel, die durch Atemwegen, aber auch durch Ernährung oder Nahrungsmittel aufgenommen werden und Flüssigkeit. Und die wiederum, wie alle anderen Innenraumgifte, nicht nur in der Lunge bleiben, sondern sich auch das gesamte System verteilen. Ein Neubau der Schule ist für das Jahr 2022 geplant. Für viele Eltern kommt das zu spät. Weder Stadt noch Schule wollten sich heute zu den bedenklichen Werten äußern. Nach Ostern soll es jedoch zu weiteren, konkreteren Gesprächen kommen.